Ein herzliches Willkommen zurück in Bolivien und natürlich auch auf dem Krevat-Kanal mit den allzeit bekannten Gretsche und natürlich dem Watze. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück in Bolivien auf dem Kanal. Der Watze immer noch in seiner Predator-Maske, sehr gut. Genau. Ich feiere die voll. Ja, sie war ja auch hart umkämpft, muss man sagen. Ne? Also, ja. War ja jetzt nicht mal eben hier zum Mitnehmen. Ja, stimmt. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, wenn du diese Maske aufhast, dann hast du eine ganz andere Wärmebildsicht. Ja, stimmt. Das sagtest du schon mal. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Genau. Ich habe immer noch hier meinen. Ziemlich cool. Der Sound ist auch ganz anders. Oh, hier neben ist direkt okay. Knast, oder was ist das hier? Ja. So, Leute, was steht heute an? Das ist sogar noch ein Fertigkeitspunkt. Waren wir nicht in diesem Knast da? Was? Nee, weiter unten waren wir, glaube ich. Egal. Story-Mission stehen an. Eine befindet sich fahrbar auf dem Weg durch das Örtchen hier. Das ist eine Kokainlieferung. Und okay. Einmal wieder natürlich unsere Special-Aufgabe, ohne entdeckt zu werden, müssen wir Carlos Guerrero finden. Oh nee, und nicht sowas wieder, bitte. Matze, du darfst entscheiden, mit was wir heute anfangen. Mit dem Schwereren, also mit dem Unentdeckt. Sehr gut. Suchen Sie die Guerrero-Brüder und holen Sie alles über Boston Readers. Aber steig mal kurz ein, lass uns mal zu AB fahren. Kann ich nicht hier hinten rein? Ja, gut, ich wollte eigentlich auf dem Dings. Nein, den Beifahrer. So, B, willst du den Punkt holen? Genau, mal kurz den Punkt und dann. Sehr gerne, sehr gerne. Sollen wir noch gucken, da ist eine kleine. Ah, oh, hier hängen wieder welche an Balken. Und was bei. Ja, voll heftig, ey. Was hier so abgeht. Mitten auf der Straße. Wollen wir da durchlaufen und das Auto hier stehen lassen? Oder so. Wenn wir durch, wenn wir durch. Oh, ja, warte, das sieht. Oh, perfekt. Alter. So, boah, hier drüben. Na, das ist so ein Helikopter. Ach, da läuft einer und ich renne vor. Das ist doch bestimmt. Ja, ja. Ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Oh, 3 Punkte, sehr gut. Gibt's hier denn noch was zu holen, wenn wir gerade hier in der Nähe sind? Nee, die Karte doch, verrät doch nichts. Hier, ach nee. Hä? Mein Kurs ist so ganz anders. Okay, ja, dann wieder ins Auto. Nee, Kretsche, jetzt kommen sie alle. Was hier? Hä, aber wer hat uns denn gesehen? Ach, haben sie dich gesehen? Oh, Alter, was ist hier los? Naja. Hä? Was war das? Ach, hinter mir. Ich dachte, das warst du. Nein. Alter, was geht denn hier ab? Sag mal. Wo läufst du überhaupt? Ach, du bist im Heli. Wie hast du denn so schnell den Heli bekommen? War eigentlich recht einfach. Eingestiegen und los. Toll, und ich gucke hier auf der Karte, weißt du, und er sagt nichts. Ja, ich hab gesagt, da steht einer. Hab ich direkt gesagt, als wir ausgestiegen sind. Oh, ich kassiere aber. Ich würde dir gerne helfen, aber da ist ein Sniper. Ich flieg mal zu dem Ort, ich spawne mich gleich neu. Okay. Hier gibt's ja eh nichts, also. Ich kann auch meinen Kameraden nicht alleine lassen. 2, 1. Ja, wir befinden uns ja in der modernen Welt, wo ich aus dem Leben wieder rausspawnen kann. aus dem Tod wieder rausspawnen kann. Und genau da, wo der Kamerad ist, wieder zurückkomme. Ach ja. Ja, geil, wir befinden uns echt Richtung Ende. Jetzt, wo wir die Hand genau. So in den Fokus rücken, ist das Spiel irgendwie relativ schnell, ja? Finde ich so. Ja, stimmt. Ohne entdeckt zu werden. Das ist aber einfach hier, ne? Ach, du bist schon. Ja, okay, warte, ich hol mir. Nein! Jetzt habe ich. Oh Gott sei Dank. Weil das ist nur ein Haus. Jetzt kommt's. Ich bin doch ein bisschen weiter weg. Wenn du es alleine schaffst, dann versuch mal ansonsten, weil dauert es bei mir noch ein bisschen. Ich habe mir jetzt gerade. Oh, Entzug. Schade. Den kann ich da nicht mitnehmen. So. Ja, das ist echt ein klassischer Panzer drin. Ach, wunderbar. So. Aber irgendwie auch nicht viel Leute da. Na, ich glaube schon. Ich glaube, das sieht hier noch. Wo meinst du jetzt, wo ich jetzt bin, oder was? Nee, bei mir. Also da, okay. Wo wir vorhin gestartet haben, die Folge, da bin ich jetzt. Ah, okay. So. Ich renne erstmal ein bisschen. Schade, ich komme hinten nicht rein. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, wir gucken mal. Da vorne sind gleich. Moment, ich mach mal so, Aufklärung. Das hier. Schöne ist ja, es ist hell. Ja. Ich sehe ja.
Oh, du siehst ihn schon. Ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Wir halten uns zurück und lassen uns. Das sind nur drei Leute, die ich jetzt platt gemacht habe. Was, echt? So. Ja. Heli ist da, ich bin auf dem Weg. Folgen Sie Carlos zu seinem Bruder. Ach, was. Jetzt läuft das schon, oder wie? Verstehe ich nicht. Ich wäre jetzt zu ihm gelaufen, ohne Scheiß. Aber du darfst ihn jetzt nicht gleich schnappen, ne? Weil der läuft jetzt irgendwie zu seinem Bruder, oder irgendwie... Ja, er läuft, er ist gerade draußen, dann läuft er wieder rein. Genau, aber wir sollen ihn ja zu seinem Bruder verfolgen, ohne... Also... Naja, ist er jetzt weg, Luis? So, ich bin auf dem Weg. Das Ziel ist zu weit. Fuck, er ist weg. Aber warte, ich bin... Er ist weg. Hier vorne ist er, hier vorne ist er. Ich hoffe... Alles klar, ich bin über ihn. Hä? Aber mit was bewegt er sich denn? Hier bewegt sich nur ein Punkt. Siehste, das hatte ich gestern auch. In der letzten Folge. Alter, nein, heute habe ich es, oder was? Mhm. Also ich bin auf jeden Fall bei ihm. Ja, ich bin auch hinter dir. Jetzt ist der Punkt auf dem Auto. Alles klar. Oh nein, 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 nein! Shit! Hast du gemacht? Shit. Ich war zu tief mit dem Heli. Ach, verdammt. Nein. Ja, das ist das Doofe. Erst denkst du, der Punkt, okay, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist auf einmal ist er beim Auto. Ja, und ich war natürlich schon fast an diesem Auto. Naja. Und dann hat er so schnell... Scheiße. Ja, schade. Da hat er so gut alles vorbereitet, ne? Und dann... Ehrlich? Na gut, waren nur drei Leute, die ich platt gemacht habe und dann bin ich reingekommen. Also, war easy going. Ja, wenigstens ist das ein bisschen einfach gehalten, sag ich mal. Aber dafür... Na gut, das Verfolgen geht ja auch, wenn man... Ja. Flugzeug ist natürlich ein bisschen auffällig auch. Direkt ein Heli hinter einem fliegt und hinterher. Ganz leicht aber nur, ganz leicht. Ja. Weil da fliegen so viele Helikopter, das fällt gar nicht auf. Ja, stimmt, bei der Uni da. Ach cool, wir sind da. So, dann verfolge ich dich einfach mal. Hm? Nee. So, Ich sehe noch keinen. Komisch. Warte, ich schick mal eine Drohne. Irgendwo muss sie laufen. Ah, hier. Warte, hier ist einer. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Aber der zweite ist zumindest nicht draußen. Doch, hier ist er. Ein Drecksack weniger. Steht an der Hauswand. Und der dritte? Das sind drei. Der dritte... Da ist er, hab ihn. Hast du ihn? Okay. Zweites Ziel da drüben. Das heißt, es ist jetzt nur noch der eine da? Ja. Ja, okay. Superb. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Oh, du hast recht, an dieses Dokument kommt man gar nicht, ne? Nö, nee, irgendwie nicht. Komisch. So, Moment, muss man. Ah, haut der jetzt schon ab oder was? Jetzt kommt ein scheiß Helikopter, ey. Ich fahre. Ah, alles klar. Ab es. Sehr gut. Ich habe jetzt die Scheibe da zerschossen und dann bin ich da rein. Ach was? Ja. Oh nein. Okay. Das zieht aber weg. Alter, das schaffen wir nicht. 10 Sekunden. Doch, ich bin dran. Okay. Weil wir haben jetzt noch 5, 4. Gleich. Oh, aber es gibt doch Gas mit deiner Gurke. Oh, ich hab's geschafft. Echt? Gerade noch so. So ist es weiter. Dachte mir. Ja, jetzt steht's bei mir auch. Oh nee. Ist das dein Ernst? Alter, ey. So, also jetzt warte ich, bis er da vorne auf diesem Hof ist. Oder bis er da vorne an dieser Kreuzung ist. Oh. Ja, warte doch da, wo ich bin. Da steht ein Motorrad, das kannst du direkt nehmen. Ja, ja, aber mit dem sind wir eben auch nicht hinterher gekommen. Deswegen dachte ich... Ja, wir haben zu lange gewartet. Wenn wir 100 Meter warten und dann fahren... Na gut. Ich will mal den auch. Ich bin aber gleich wieder da, ja? Alles klar.
Und während der Matze kurz abwesend ist, werde ich mal versuchen, das Ganze hier in die Wege zu leiten. Ja. Im Versuch Nummer 6 so gefühlt. Aber irgendwann werden wir das auch hinkriegen. Müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben. Ja, ein bisschen Geduld. So, schalte einfach drauf. Gucken wir unsere Leutchen rumlaufen. Hier. Einer, zwei, noch ein Tango. Ich sehe ein Tango. Da stehen noch andere rum. So, Number One. Number 2. Und Nummer 3. So. Ist er down? Ja, das ist down. So, das war ja der einfache Part. Ich sehe Carlos. Der Typ da. Ist so. Nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Und jetzt warte ich ganz geduldig, bis er aus seinem Haus kommt, bis er in sein Auto steigt und dann hole ich mir den Typen, ja. Okay, der will anscheinend auch gleich los. Ja, alles klar, jetzt hole ich mir ihn. Nö. So, jetzt lass ich ihn erst am Hof fahren. Alles klar. Und auf geht's. Bleiben wir einfach mal an ihm dran, wa? Oh, und Uni da. Also irgendwas ist immer, Leute, ne? Entweder die Uni da ist vor uns. Ach, du ahnst es nicht. Ich hoffe, die Uni da fährt jetzt gleich nach rechts. So, Uni, bitte fahr rechts weiter. Nein, natürlich nicht. So, dann überhole ich jetzt mal die Uni da. Jetzt ist der uns gleich wieder davon. Okay, die Uni da dreht ab da. Und er fährt jetzt da rein oder wie? Okay, los geht's. Ist das Hernando? Denke schon. Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter, vor denen die Einwohner Schiss haben. Und jetzt? So. Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt. Was ist alles klar und. Scheiß auf ihn, er ist jetzt nur im Weg. Wir Leute, brauchen ganz ehrlich. Hernando. Verstanden. Das werde ich nicht allein angehen. Das werde ich definitiv nicht allein angehen hier. Und das macht 3. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Alles klar. Senden jetzt die Feindpositionen. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Was? So, alle auf da. Ich weiß nicht, Carolito. So, oh, da sind wir wieder. So, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar erfolgreich, ja. Wunderbar. Der Typ ist jetzt weitergefahren. Da, wo ich stehe, müssen wir jetzt einen verhören. Ich habe schon so ein bisschen aufgedeckt. Ja. Und das schaffe ich aber definitiv nicht alleine. Also, okay, vielleicht ich habe mir jetzt eine Heli gemietet. Und wo der geparkt ist, ey, Alter. So, jetzt. Oh, und einer noch. Komm, die finden. Jawohl, alle aufgedeckt hier, die es so gibt. Sauber. So. Achso, und als ich den verfolgt habe, ne? Der fuhr ja dann so nach links an dieser Einkreuzung. Und ich war so knappe 200 Meter dahinter. Und als ich nach links, also kurz davor, wo ich links abbiege, kommt auf einmal ein Unidad-Wagen. Ich so, oh nee.
Ah, nein. Bin ich erstmal hinter diesem Unidad-Wagen geblieben. Dann war ich schon fast wieder zu weit entfernt. Und ja, dann dachte ich, ja, jetzt bieg ab. Nein, bieg doch. Ja, habe ich dann über die Wildlands sozusagen abgekürzt. Ach, was? Ich dachte, ey, nee, jetzt nicht noch die Unidad. Das ist, so, guck mal, wir haben hier oben einen und da einen. Kannst du einen davon treffen? Ich... Okay, stopp. Nee, warte, die eins läuft gerade runter. Das wäre blöd, wenn wir da jetzt drauf schießen. Und da ist noch einer. Oh, nee. Ja, es wird lustig, also. War auch wieder unerkannt, oder was? Steht der jetzt nicht, ne? Nee, unerkannt nicht. Wir müssen ihn einfach nur hören. Ich vermute nur, der wird uns dann irgendwann abhauen. Okay. So. So, ich habe mal zwei Ziele gesetzt, die ganz schön arsch sind. Oh, da außen ist auch noch einer. Ach was. Aber den krieg ich. Steht da sowas wie ein Schiff, ne? Ach, Tatsache, das ist ein Schiff. Halt. Was machen die denn hier? So, ich weiß auch gar nicht, ob wir das groß einigermaßen ruhig hier reinzugehen. Denn hier vorne ist ja ruhig, wo ich rumlaufe. So, hier gibt's auch Ich habe den Scharfschützen ausgeschaltet. Gibt's auch ein Dokument, das liegt einfach so auf dem Boden. Das habe ich. So, ich gucke mal mit einer Drohne an, wo der Typ ist. Die Drohne ist oben. Im Lagerhaus. Der ist scheiße gut versteckt da hinten. Ah, ich riskiere es nicht, nein. So, hier sind Umkleiden. Umkleiden, wunderbar. Was ist mit... Ah, hier ist eine Toilette, alles da. Okay, also wir kriegen den Typ nicht, weil da stehen direkt zwei Leute davor. Gut, okay. Theoretisch, wenn wir beide zusammen dahin laufen, einer links, einer rechts, und dann haben wir ihn aber. Ja, liegt ein bisschen schwierig. So, die zwei könnte ich jetzt nehmen. Schieß. Aber der, das ist ein Gepanzerter, aber ich den von der Entfernung, weiß ich nicht. Ich kann, ich hab ihn voll im Visier, soll ich schießen? Dann schießt du mal. Aber der ist gepanzert, ne? Ich sag's nur. Der braucht mehr als einen guten Schuss. Ja, Sniper okay. Nicht. Sauber. Aber die 1 läuft da jetzt auch hin, also den solltest du im Auge behalten. Die 1? Okay. Wo läuft der hin? Der läuft dahin, wo ich die nicht gerade gekillt habe. Ach so. Dann mach du ihn doch platt, oder nicht? Ich kann ihn noch nicht sehen, der ist hinter dieser Tanne da. Achso, ja gut, weil die sehe ich nämlich auch nicht. Beziehungsweise ich habe diese. So, jetzt läuft er. Der wird ihn wahrscheinlich gleich sehen. Nein. Nee? Hab ihn gerade umgenietet. Okay, perfekt. So, ich nehme den hier außen, weil der nervt mich, der Typ hier. Ich kann ihn gar nicht sehen, und dann gehe ich zu ihm. So. Okay, du läufst da lang. Vor dir ist einer. Kriegst du den auch weg? Ja, den hole ich mir gerade. Okay. Der ist down. Oh, da ist sogar einer vor mir hier. Suche ich doch mal, ob ich den Blatt kriege. Ne, die laufen natürlich zu zweit, ne? Sie aber hinkriegen. Perfekt. Nein, Leiche gefunden. Meine oder deine? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es nicht. Also bei mir ist keiner. Okay, nee, bei mir ist die Meldung jetzt auch weg. Also, da ist alles okay. So, jetzt haben wir ja schon echt gut vorgearbeitet, ne? Ja, hier ist noch einer an der Säule da hinten, den hole ich mir jetzt noch. Oh, versteckt der ist. Das ist nur meine Ecke. Warte mal, was haben wir denn noch? 1, 2, 3. Wo bist du denn aber? Bist du weiter vorne noch? Nee, ich bin jetzt weiter durchgelaufen bis zu den Säulen da, weil da war noch einer, den wollte ich umnieten. Ich wollte alles drumherum, okay. so von außen nach innen, weißt du? Da kommt einer raus, den könnte ich jetzt. Wer hat mich denn da gesehen? Wer hat mich gesehen? Ach, da ist ein Auto, alles klar. Ja gut.
Dann kann ich die Seite vergessen. Die sitzen da im Auto. Falsch. Boah, der hätte mich fast gesehen, ne? Abschuss bestätigt. Alter. Die sind jetzt natürlich. Ich hab den oben. Sauber, wir haben ihn, ne? Nein! Nein! Nein, warte! Alter! Ach! Nein! Nein! Ich hab jetzt aber auch erst so spät gerafft. So, dann mache ich wieder die drei Leute da platt. Ich laufe wieder zurück da. Drohne fliegt. Der Drohne dahin? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist noch ein Tango. Ein bisschen näher. Mega Kaktus. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Und ein Heli wieder natürlich, was sonst? So, er kommt. So. Bin beim Stein. Oh, die Uni, da hat ne, die. Der Hubschrauber ist jetzt natürlich scheiße da oben. Okay, der fliegt aber weiter. Okay, jetzt stehen die aber nie mehr da, wo sie vorhin gestanden haben. Quatsch. Gut gemacht, jawohl. danke. Da kommt doch alles zusammen, ne? Ja, echt. So, der ist down. Scharfschütze ist auch nicht mehr da. Es waren zwei Hauptmissionen hintereinander. Wunderbar. Und Uni dann so. Auch noch. Ach, geil. Das ja, Vaterland, ey. Ja, Uni, das steht da auch noch. Es sind nur noch drei Leute. Hä? Okay, Uni, das fährt zum Glück weg. Nur noch drei Leute gesamt? Nee, der war bei mir. Na gut, der vier. Einen habe ich. Aber ich habe doch. Ich habe die Aufklärung gemacht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da warst du nicht richtig auf den Dings drauf. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für. Das macht 5. Ja gut, okay. Dann hat sich das erledigt. Oder bei dir, da muss einer sein. Ein Drecksack weniger. Da oben ist einer. Ich hab's eben auch nicht richtig getroffen. Da ist noch einer. So, jetzt sollen wir alle haben. Nee. Hier ist noch, warte mal. Eine kleine Gruppe Tangos. Hier versteckt sich noch eine. Kann ich den sehen? Boah, ob ich den treffe. So. Kannst du den sehen? Warte, warte mal, noch sehe ich gar nichts. Ah, hat sich erledigt. Haben wir ihn getroffen. Das war kritisch, ey. Gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich kann nicht sehen. Diesmal kein Hauptmann hier? Oder hast du diesen gepanzerten Typi da am Haupteingang? Ein,
Einen habe ich schon, ja. Ah, okay. Noch ein Tango. Abschuss bestätigt. Boah, war das ein starker Schuss, ey. Warum laufen da jetzt zwei hin? Was soll das denn? Wohin? Da, wo die Großen waren. Tango ist tot. Okay, das war allerletzte Minute. Jetzt haben wir nur noch hier im Haus, oder? Oder hast du bei dir da noch jemanden? Ja, hier hinten ist noch einer irgendwo. Okay. Aber den finde ich. Lass mal kurz mit der Drohne fliegen. Warte. Mach mal hier. Da ist er, alles klar. Ich hab ihn. So, jetzt sind sie nur noch drinnen. Ne, einer ist draußen hier. Okay, weil... Abschuss bestätigt. Okay, jetzt ist nur noch drin, ne? Einer ist wieder draußen. Okay. Nee, gar nicht. Nee, nur noch drinnen. Oben dann, und unten sind zwei. Ja. Den oberen Typi. Ah, warte mal kurz. Den oberen Typi könnte ich. Der läuft jetzt runter. Aber versuch ihn zu treffen und nicht die Hauswand, weil dann hören die das. Ja, warte mal. Okay, jetzt sind die drei eh alle vorne. So. Ja, und einer läuft gerade raus. Er hat mich gesehen. Okay. Das ist mein... Tango getroffen. Nein! Oh, er lebt zum Glück noch. Alles gleich, ich hab ihn. Boah, Alter. Aber der Carlos war da. Nein, mich sieht jemand. Was... Aber wer sieht mich? Das war Carlos. Achso. Verarsch mich nicht, Mann. Er ist ungemütet. Oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn ja, es eine endlich, sauber. Oder sowas gibt. Ich würde das als oder Zeit, ey. Ich hatte eben schon, Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugzeug. Ich hatte eben schon Panik, weil der explodiert auf einmal. Code, so. Ja, ja, genau. So, oben ist eine Waffenkiste, ne? Bowman, wir haben oh, sauber. Mission abgeschlossen. Der hat auch lang genug gedauert hier. So. Echt? Ah ne, keine Waffenkiste ein. Zubehör, ja, was? Fertigkeitspunkte. Wenn er auftaucht, ah, okay. Fünf Stück. Jawohl. Aber hinten gab's, glaube ich, eine Waffenkiste irgendwo, ne? Eine Munitionskiste, ja. Hinten sie. Den Laptop. Der Schmuggler. So. Mission geschafft. Flughafen. Yeah. Schön wieder leise sein, ne? Ja.